Wenn wir jetzt sagen, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, so etwas vorzutragen, verlangen wir möglicherweise etwas, was gar nicht zu leisten ist, menschlich. Hallo, mein Name ist Jens Brütting. Ich bin Juniorprofessor hier an der Bucerius Law School und Geschäftsführer und Direktor des Instituts für Medizinrecht. Was bedeutet eine Pandemie für die Haftung von Ärztinnen und Ärzten? Mit Haften meine ich am Anfang keineswegs strafrechtliche Verantwortlichkeit, an die man häufig sofort denkt. Also der Arzt, die Ärztin wird gegebenenfalls für einen Fehler am Patienten verurteilt, persönlich und gar mit Gefängnisstrafe bedroht. Hier geht es vielmehr um die Frage, ob Krankenhaus und Ärzteschaft gegebenenfalls auf Schadensersatz und Schmerzensgeld haften müssen für den Fall, dass Patienten etwas geschieht. Diese betrifft insbesondere Überforderungssituationen, wenn viele Patienten möglicherweise zugleich ins Krankenhaus kommen. Um diese Frage vernünftig beleuchten zu können, müssen wir uns erst anschauen, wie es denn grundsätzlich, also außerhalb einer Krisensituation, abläuft. Vom Grundsatz her ist es so: Wenn ein Patient ins Krankenhaus kommt und ärztlich versorgt wird, dann muss er nach dem sogenannten Facharztstandard versorgt werden. Das heißt letztendlich, es gibt ein grundsätzliches standardgemäßes Vorgehen für die verschiedenen Erkrankungen und natürlich je nach Patient, je nach seiner Konstitution etc., wie man ihn jetzt versorgen muss, ab wann er beatmet werden muss, wann er vielleicht unterstützende Medikation benötigt und so weiter. Hierbei kann sich ein Arzt grundsätzlich nicht darauf berufen, dass er überfordert war, viele andere Patienten hat, dass es mitten in der Nacht gewesen ist oder ähnliches. Es gilt zu jedem Tages- und Nachtzeitpunkt, zu jeder noch so schwierigen Situation, erstmal der gleiche Facharztstandard. Die Frage ist also, gibt es besondere Situationen, wo dieser Standard vielleicht doch absinkt, wo wir also sagen, hier wird weniger verlangt? Eine solche Situation könnte insbesondere sein, wenn eine große Welle von Patienten ins Krankenhaus kommt, weil etwa gerade sehr, sehr viele Menschen sich angesteckt haben und unter Covid-19 leiden. Dann könnten natürlich die Ärzte sagen, okay, klar, sind uns jetzt Fehler unterlaufen, wir haben den einen oder anderen zu spät beatmet, wir haben nicht zielgerichtet genug reagiert, wir haben vielleicht unterschätzt, dass bei jemandem die Krankheit schon sehr weit fortgeschritten war und so weiter. Wenn wir jetzt sagen, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, so etwas vorzutragen, verlangen wir möglicherweise etwas, was gar nicht zu leisten ist, menschlich. Das sicherlich kann das Recht nicht tun, das kann das Recht nicht wollen. Aber man muss vorsichtig sein. Eine solche Überforderungssituation kann häufig im Vorfeld schon abgewendet werden. Wir sprechen dann von einem sogenannten Organisationsverschulden. Also müssen sich gerade in der aktuellen Situation Kliniken darüber Gedanken machen, wie kann man sich aufstellen, wie kann man vielleicht erweiterte Kapazitäten schaffen, wo könnte man auf mehr Personal zugreifen, wie könnte man Abläufe verkürzen, effizienter machen, damit für den Fall, dass eine Patientenwelle kommt, man auch vorbereitet ist. Will heißen, die Herabsetzung des Standards kann geschehen in solchen Zeiten, sie muss wohl auch geschehen in solchen Zeiten, wenn es tatsächlich zu sehr problematischen Verknappungen und Engpässen kommt, denn wir dürfen von der Ärzteschaft nichts Unmögliches verlangen und wir müssen gerade auch sehen, dass sie tagtäglich kämpfen muss, damit alles funktioniert. Gleichermaßen ist sie aber auch aus dem Haftungsrecht hierdurch keineswegs entlassen. Wo genau die Grenze liegt, wie viel man hier leisten muss als ärztliche Einrichtung, wie viel man auch exakt leisten muss als einzelner Arzt, als einzelne Ärztin in einer solchen Überforderungssituation, das ist nicht präzise geklärt. Wir haben nur wenige solcher Momente und wir haben auch nur wenig Judikatur zu solchen Fragestellungen. Wenn es dabei zu Todesfällen oder zu schweren gesundheitlichen Schäden kommt, dann wird man das sicherlich haftungsrechtlich überprüfen und überprüfen müssen. Das kann man keinesfalls tolerieren, insbesondere wenn man es vermeiden konnte. Wenn es aber um potenziell Kleinigkeiten geht, darum, dass man sich im Krankenhaus vielleicht etwas geärgert hat, dass man mal kurz Angst hatte, dass aber hinterher nichts passiert ist, dann muss es nicht um jeden Preis sein, dass man hier noch einen Anspruch auf Schmerzensgeld erhebt. Dafür sind momentan nicht die Zeiten. Wir sollten sehr wohl auch beachten, dass Ärzte und Krankenhaus unter großem Druck stehen, dass sie schwierige Situationen meistern müssen und dass sie genauso auch die Unterstützung von der Bevölkerung brauchen, die hier nicht mit jeder Kleinigkeit über sie herfallen sollte. Das ist sicherlich kein juristischer, sondern ein menschlicher Rat.